bestimmte Systeme von uns an ihre Grenzen kommen, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir Strukturbrüche haben. Und dann müssen wir im Prinzip uns, und das ist sozusagen ja auch eine Aufforderung, die sozusagen aus unserem Paper kommt, sagen, okay, wir müssen uns auf Strukturbrüche vorbereiten und nicht vorbereiten, dass wir die Strukturen möglichst alle genau so wieder zusammensetzen, wie sie mal waren, bevor sie auseinandergebrochen sind, weil so wie sie waren, haben sie dazu geführt. Ich glaube aber eigentlich ist dieses Bedürfnis nach Kontrolle ist sogar noch älter. Also, Also oder es ist, davon gehe ich auch aus. Das Bedürfnis von Kontrolle ist sozusagen in uns reingebacken, weil das quasi der Stoffwechselprozess ist, der aus dem das Bewusstsein emergiert. und es ist relativ spannend, sich auch mit diesen ganz simplen Modellen auseinanderzusetzen. Andere Modelle, die ich mache, die sind viel, viel komplexer, aber gerade bei den simplen Modellen ist der Erkenntnisgewinn häufig Nur durchaus da. 150 Parameter. Ja, genau, aber guckst du die alle an? Nein, du guckst natürlich nicht alle an. Aber du musst, also wenn du die Welt darstellen willst, dann hat man damals schon ein paar Parameter gebraucht und darüber, wie wir unsere Gesellschaft organisieren, ja. Und wir wissen nicht, wie es aussehen kann und wie es aussehen wird. Und was gute Lösungen sind. Und du hast davon gesprochen und du hast gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn du irgendwie hier mehr in der Gemeinschaft investierst und so weiter und so fort. Ja, ich meine, genau solche Nischen sind es ja, die, wo wir Zukünfte ausprobieren. Und das geht in so einen quasi stabilen Zustand über, wo die Bevölkerung dann nicht weiter wächst, sondern quasi stationär bleibt und dann. Also das gibt eines dieser Szenarien. Aber Das, Arjuna, wir haben sag, doch unterbrich mich. ja, auf jeden Fall, in unseren Fertigungsprozessen, die wir auf der Ja. Welt haben, haben wir doch niemals den Fall, dass wir keinen Müll produzieren. Arjuna. Erste Frage, was ist das für ein Name? Fast richtig ausgesprochen, Arjuna. Arjuna, okay. Arjuna, das ist ein indischer Name, der kommt aus Indien. Der ist da relativ bekannt, kommt da in der Bhagavad Gita vor, was so eine heilige Schrift im Hinduismus ist. Aber es ist mein Name, der Name, den ihn meine Eltern mir gegeben haben. Ja. Okay, cool. Die hatten Bock. Und sind viel gereist. Okay. So. Also von daher, genau. Ich habe deinen Namen gelesen als Erstautor auf einem Papier, was mich, also ich habe nicht drauf, ich habe dann sozusagen nur den Abstract gelesen und habe mir dann gedacht, oh, das ist eigentlich ein interessantes Thema. Ich wollte schon immer mal wissen, wie das geht. Und da ich jetzt diesen Kanal habe, kann ich mir diesen Luxus erlauben, Leute voll zu quatschen und die zu fragen, wie das geht. Also, kurz, ich sag dir jetzt, was ich glaube, was du gemacht hast, okay? Ja, gerne. Also, es gibt irgendwie den Club of Rome, der hat vor einer halben Ewigkeit sich überlegt, sie wollen mal so ein bisschen überlegen, wie sich so Sachen entwickeln, zum Beispiel Ressourcenverbrauch, Population, irgendwelche Metriken, sowas wie, wie sich die Atmosphäre entwickelt und so. So ein paar Kennzahlen, vielleicht so fünf, sechs oder so. Und haben die in ein lineares Differentialgleichungsmodell reingetan, ohne irgendwelchen Fancy Tech, nur linear, nur erste Ableitung wahrscheinlich. Und dann haben sie das gegen ihre Daten gefittet, die Parameter geschätzt und dann prognostiziert, das und das wird in 50 Jahren passieren. Und jetzt hast du und deine Arbeitsgruppe dieses Modell hergenommen und die Parameter geupdatet. Ganz bisschen mehr Kontext noch und dann ja und nein. Okay. Also erstmal ja, der Club of Rome hat das beauftragt. Der hat das nicht selbst gemacht. Der hat Okay. beauftragt, das wurde an einer Arbeitsgruppe am MIT gemacht. Das heißt, ne, damals haben die das Ganze in Supercomputer getan oder die Hochleistungsrechner, die sie damals da hatten, das macht man heute im Browser. Das ist sozusagen, genau, das ist dieser Fortschritt, Alles von auf dem dem wir sprechen. Raspberry Pi. Genau, mehr oder weniger. Genau, was die gemacht haben, ist ein System Dynamics Modell und ja, das sind Differentialgleichungen, die sind nicht alle linear. Da gibt es auch Table Function, nennt sich das da drin. Also da sind Sprünge drin, da gibt es auch Schalter drin. Das heißt, da sind bestimmte Dinge drin, die das nicht ganz linear machen, aber es ist ein System Dynamics Modell. Basis sind da Differentialgleichungen, das ist richtig. Die haben das gefittet von 1900 bis 1972 ungefähr.
Und dann haben die es laufen lassen und haben gesagt, was passiert bis 2100? Und Ja. sie haben natürlich nicht gesagt, was passiert bis 2100, sondern die haben gesagt, was wäre, wenn? Das sind Szenarien. Das sind keine Prognosen, sondern Szenarien. Unser Modell richtig wäre, wenn die Welt sich so entwickeln würde, wenn die Beziehungen zwischen den Variablen konstant bleiben würden oder sich so verändern würden, wie wir es vorhersehen. Und da haben die gesagt, ja, das Wachstum geht erstmal weiter, Bevölkerungswachstum, Ressourcenverbrauch, Industrial Output, also Industrieproduktion und so weiter und so fort. Und dann gibt es so ein, sie nennen das Overshoot und Collapse, das heißt, dass die ganzen Kurven gehen hoch und brechen dann irgendwann zusammen. Überlastung der Umwelt, Endlichkeit der Ressourcen. Und das war so das erste Mal, dass man in der breiten Öffentlichkeit den Diskurs geführt hat, hey, wir leben ja auf einem endlichen Planeten. Unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten ist keine so besonders gute Idee. Da hat man weitergemacht, 50 Jahre und ist jetzt heute. Ja. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist nicht nur von mir gemacht worden. Ich habe das zwar konzipiert und habe da auch Arbeit reingesteckt, aber meine Co-Autoren sind essentiell dafür. Und das Besondere daran ist, die haben ein Jahr lang daran gearbeitet und das sind alle Studenten. Das sind keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, das sind alles Masterstudenten, die ein Projekt bei mir hatten, ein Jahr lang dieses Paper zu machen. Und das haben die ziemlich, also ne, ich habe die dann natürlich ganz Das war viel also sehr Einfluss genommen. kostengünstig für dich. Es war eine sehr gute Lernerfahrung für mich und die Studierenden. Und ich meine, wir sind danach, ne, sind danach irgendwie häufiger noch zusammengekommen. Die schreiben auch alle bei mir ihre Masterarbeit in unterschiedlichen Bereichen oder auch durch mich betreut, nicht unbedingt bei mir. Die sind auch viele in andere Forschungsinstitute gegangen. Aber was der eine mir dann auch gesagt hat, ist, hey, das war irgendwie so das Projekt, was in meinem Studium mir am allermeisten gebracht hat. Vom Lernen, von dem, was ich irgendwie überhaupt machen konnte. Ja, ein Jahr ist auch übelst viel, also. Genau, ich lehre und arbeite hier an der TH Köln und wir haben da im Master Erneuerbaren Energien, das ist der Master, in dem ich da auch lehre, das extrem schöne Projekt, das nennt sich Masterprojekt, ein Jahr lang an einer wissenschaftlichen Fragestellung arbeiten und danach ein veröffentlichbares Paper ist sozusagen der Output, ist die Prüfungsleistung. Und nicht jedes wird veröffentlicht. Aber die mit mir da gearbeitet haben, die waren wirklich gut und wir haben das gemeinsam gemacht. Von daher erstmal auch ein ganz großes sozusagen Paket der Arbeit geht an die drei, denn ohne die wäre das auf gar keinen Fall dazu gekommen. Das hat sogar ein bisschen mehr Anspruch als, sagen wir mal, damals eine Diplomarbeit, würde ich sagen. Ja, hat es. Ja, Ich und meine, das, ja, und dann müssen Sie trotzdem noch eine Masterarbeit schreiben, aber das ist ja dann quasi so eine Art Praktikumsbericht. Da müssen sie ja nicht nur bei mir schreiben. Nee, den machen die auch schon und das machen die gut, aber die sind natürlich auch zu dritt und das Ding, was die nachher abgeliefert haben als ihre Prüfungsleistung und das, was wir eingereicht haben vor den Reviews und was wir veröffentlicht haben nach den Reviews, das sind natürlich auch immer noch mal Qualitätssprünge drin. Aber die grundlegende Arbeit ist natürlich gemacht und die war sehr gut gemacht und die war mit, also haben wir zusammen sozusagen gemacht. Und was wir gemacht haben, so, das war einfach nur der Vollständigkeit halber. Ich möchte da nicht die Lorbeeren für etwas einheimsen, was ich nicht tue. Sondern das, was wir da gemacht haben, ist, wir haben im Prinzip das erweitert, was andere vor uns veröffentlicht und gemacht haben. Die haben immer gesagt, ah, okay, wie entwickeln sich denn die verschiedenen Parameter der Welt und was haben die denn 1972 mit diesen Grenzen des Wachstums, Club of Rome, diesem Modell, was haben die da denn damals gesagt in den Szenarien und wie hat sich die Welt wirklich entwickelt? Dann kann man das so gegeneinander fitten, die verschiedenen Kurven und kann sagen, ah, es war ein bisschen, wahrscheinlich ist das Szenario so und so, ist mehr der Realität entsprechend oder das andere Szenario. Und wir haben gesagt, das ist ja schön und gut, aber wie sähe das Modell eigentlich aus, wenn man es heute neu fitten würde? Und genau das haben wir halt gemacht. Und da haben wir dann einen Algorithmus geschrieben, der uns, also zum Ersten, wir haben auch eine Arbeit aufgebaut, wo ein großer Teil des aktuellen Modells in Python übersetzt war. Und dann haben wir den Rest noch selbst dazu geschrieben und übersetzt, weil wir es einfach in der Programmiersprache brauchten, dass die wir relativ komfortabel auf einem HPC, also High Performance Cluster, laufen lassen konnten. Und dann haben wir eine Heuristik geschrieben, die uns halt eine
eine Lösung sucht, die möglichst optimal an den verschiedenen Kurven dran liegt. Und die trifft nicht alle Kurven. Also keine einzige wird real getroffen, aber die Abweichung von verschiedenen Parametern, die wir uns herausgesucht haben, sollte möglichst klein sein. Und dann haben wir geguckt, wenn wir die möglichst klein hinkriegen, ne, zu den verschiedenen Kurven, was weiß ich, Bevölkerung, Industrieoutput, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort, dann könnte sich doch ein neues Szenario ergeben. Und ist das eigentlich anders als die alten? Und da haben Ja. wir gesehen, das ist eigentlich nicht anders. Das ist mehr oder weniger das, was wir in Business as usual gesehen haben. Das heißt, die Welt nach diesem Modell, wenn dieses Modell denn die Welt richtig beschreiben würde, ist nach wie vor komplett auf dem Kurs des Overshoot and Collapse, also auf Crashkurs. Und wir sind ja jetzt noch, wir sind ja jetzt noch hier, ne? Ich nehme an, wir sind schon am Wendepunkt, oder? Also die zweite Ableitung hat schon, macht schon den hier. Also Wir sind eigentlich. von World Population jetzt nehme ich mal an. Die Also, anderen Sachen gehen ja, aber korrelieren ja wahrscheinlich damit. wir sind bei World Population eigentlich knapp vor Maximum. Ja? Also Wann eigentlich, ja. ist denn 10 Jahre oder wann ist Plateau erreicht? Ich glaube, in dem Szenario, das wir gemacht haben, ist das ungefähr in 5 bis 10 Jahren, ja. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Weil es war, ging uns nie genau um die Jahreszahlen. Also natürlich, Ja. man kann dann auch gucken, ne, welche Jahreszahl ist genau was rausgekommen und so weiter und so fort. Aber darum geht es nie, sondern diese System Dynamics Modelle, die sind eigentlich immer nur dazu da, um die Dynamik zu verstehen. Und ob das dann 5 Jahre früher oder 5 Jahre später ist, ist eigentlich völlig egal. Aber Und ähnlich wie im Business as usual zeigt das zurzeit so eine Sache, die ganz knapp, also, ne, vor 2030. Also im Prinzip jetzt. okay, und also erstmal heißt das jetzt, dass die Schätzung, die damals schon abgegeben wurde, eigentlich relativ akkurat war. Genau. Also die Schätzungen Und sind ja keine Schätzungen, sondern das na, also sind die Schätzung meine ich damit, man muss ja die Parameter schätzen. Und also genau. ich weiß nicht, aus welcher Fachrichtung du sozusagen kommst. Ich dachte, dass man nennt sozusagen Parameter Fitting nennt man auch Schätzen von Parametern. Kann man machen, aber kann ich dir auch nicht ganz genau sagen. Meine Fachrichtung ist eher vom Hintergrund eher die Elektrotechnik, von dem, wo ich promoviert habe, aber die Energiesystemmodellierung ist schon das, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe. Was die ganz gut gemacht haben, ist die Korrelation zwischen ihren Variablen so hinzubekommen, dass die auch weiter für den exponentiellen Wachstumspfad, den wir gemacht haben, galten. Und wir sind ja noch nicht gekippt von diesem exponentiellen Wachstumspfad. Jedenfalls sind wir in den Also Realdaten, die wir. wir machen noch den hier. Ja, genau, wir steigen noch, wir steigen noch. Wir sind noch nicht da, dass wir in die, In den in Wendepunkt den, ja, schon. genau, oder aufs Maximum uns zubewegt hätten und da irgendwie wieder nach unten. Aber was die gemacht haben, ist, dass die einheitenlose Variablen für bestimmte Dinge genutzt haben. Ich Also sowas hätte gedacht, das komplette System wird auf einheitenlos umgebaut, damit man die miteinander vergleichen kann besser. nicht ganz. Zum Beispiel Population hat nach wie vor die Einheit Menschen, also pro Kopf, ne? Es gibt ein paar, die haben Einheiten, aber die allermeisten haben keine Einheiten. Ich kann mich noch erinnern, ich meine, ich hatte eine Vorlesung, die hieß damals nicht lineare Systeme oder so. Und da haben wir natürlich am Anfang erstmal lineare Systeme gemacht. Und da gab es dann sozusagen den Spruch, egal wie hochdimensional dein Problem ist und so, du kannst immer erstmal einheitenlos machen, damit man ein bisschen besser ins Feeling reinkommt und das Bifurkationsdiagramm malen kann, wenn und so und diesen ganzen Kram. Und ich hätte jetzt auch angenommen, wie hochdimensional ist eigentlich euer Modell? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich dachte, Nein, ihr habt genau. so 6 Zahlen oder so. Also 6, sowas wie Population, CO2-Gehalt in der Atmosphäre, Wasserspiegel, Also, keine Ahnung. Variablen sind es Hunderte. Ich Ah. kann dir nicht genau sagen, also deswegen keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie viele Variablen wir da drin haben. Grob überschlagen über 150. Und die Um machen, die 200. also ich habe jetzt 100, ich mache jetzt X1 bis X150. Und dann stelle ich mir so vor, ich habe
immer die zeitliche Ableitung von x1 ist gleich. Und das ist eine Funktion von allen anderen xen und allen anderen zeitlichen Ableitungen von den xen. Und dann Könntest habe du ich. wahrscheinlich so aufstellen, machst du nur nie. Nein? Also System Dynamics Modellierung machst du anders. Du machst im Prinzip sagst du dem System nur, das ist eine Variable und die ist mit Variable 2 folgendermaßen verknüpft. Und das kann einfach nur eine Multiplikation sein, das kann ein Verzögerungsglied sein. Also es ist im Prinzip wie ein Regelkreis. Das heißt, das funktioniert. Da gibt es so Python-Softwareboxen, wo man so Sachen aneinander steckt, ne? Und dann so eine grafische Interpretation, oder? Genau. Das Modell ist nicht in Python geschrieben worden. Im Original war das in Wensim geschrieben und da machst du Aha. das im Prinzip genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Da die Übersetzung in Python ist nun wiederum nur Code. Da ist es überhaupt keine Grafik, aber da kannst du halt dir dann auch Klassen bauen und Funktionen schreiben und so weiter, die diese Funktionalität benutzt. Aber diese Vorstellung von so einem System Dynamics ist in der Mathematik nachher sind es natürlich Differentialgleichungen, aber so wie du das baust und dir denkst und machst, denkst du nicht in Differentialgleichungen, Ja, die sondern du sagst, Intuition, ja. genau, du sagst, Variable 1 ist mal irgendein Faktor ist Variable 2 oder mal einer Verzögerung von drei Zeiteinheiten plus der dritten, plus einer anderen Variable, mal irgendwas anderes und so weiter ist die nächste Variable. Das Ja. heißt, du machst wie so ein Netzwerk von Variablen, dann gibt es sowas wie Source und Sink, also irgendwas, wo zum Beispiel Population wächst und ne, die kommt dann, die ist dann nach Fruchtbarkeit und so weiter und so fort. Und dann gibt es Sterberate, dann sinkt die wieder. Das heißt, es gibt Stocks, es gibt Sachen, es gibt Variablen, die sich wie so einen, das nennt man einen Stock, sozusagen aufsummieren. Es gibt Variablen, die einfach nur weitergeleitet werden. Und das heißt, du intuitiv arbeitest du gar nicht in Matrizen und Differentialgleichungen, sondern intuitiv arbeitest du in so Verknüpfung von Variablen über die Zeit. Ja. Und das kannst du natürlich nachher als Differentialgleichung auch darstellen, aber so löst du es natürlich nachher auch im Computer, Ja. aber da so schreibst du es nicht auf. Okay, ja, das, okay, ja, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie das, ich meine, ich habe das nie gemacht, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich viel besser ist, wenn man das so macht. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich mir den, was weiß ich, den Lorentz-Attraktor angucke, ne, dann ist schon irgendwie, das ist, sind ja nur drei oder so, ne? Und dann ist schon so, okay. Und ein paar Modelle, die wir so durchgerechnet haben, da war es noch so halbwegs intuitiv. Die wesentliche Zahl jetzt, die Population, die hängt ja dann wahrscheinlich von richtig vielen Gliedern ab, nehme ich an. Ne? Genau, Also im die Prinzip. zeitliche Entwicklung der Population ist eine Funktion von richtig vielen von diesen 150 Variablen und Na, auch ihrer zeitlichen. indirekt von allen. Also Indirekt von allen, ja. alle Variablen hängen mit allen Variablen zusammen. Deswegen kannst du es ja auch nur, also du löst es nachher sogar iterativ. Du, ne, du löst es Schritt für Schritt für Schritt iterativ, gehst immer sozusagen einen Zeitschritt voran, guckst, wie hat sich das Gleichungssystem eingestellt, gehst den nächsten Schritt und den nächsten und den nächsten. Und kannst du mir sagen, was jetzt so intuitiv für dich sozusagen die wichtigsten funktionalen Abhängigkeiten der Population sind? Habt ihr zum Beispiel räumliche Verteilung in eurem Modell überhaupt? Auf dem Erstmal Globus? ist es nicht unser Modell, sondern wir haben ja nur dieses Modell geupdatet. Nur wichtig, also wir haben es ja nicht geschrieben, sondern wir haben nur gesagt, okay, wir machen ein Update davon. Nein, es gibt eine Zahl, die gilt für den gesamten Globus. Die haben auch in der Zwischenzeit gibt es ein neueres Modell auch vom Clapperflow beauftragt, auch wieder ein System Dynamics Modell, das nennt sich Earth for All, das ein bisschen andere Dynamik hat, andere Sachen untersucht. Die haben dann 7 Weltregionen oder so oder 8, ich weiß es nicht genau, ein bisschen differenzierter. Aber nein, das ist ganz simpel. Es ist wirklich, es gibt eine Zahl für Bevölkerung, es gibt eine Zahl für Industrieoutput, eine für Nahrungsmittelproduktion. Da haben wir schon die beiden wichtigsten, die die Population auch mitbestimmen. Also ne, Service, also Industrieproduktion wird auch, da gibt es eine Abhängigkeit zu BIP, wo es eine Abhängigkeit zu Service gibt, auch sowas wie Education, aber auch Healthcare. Also Lebenserwartung hängt natürlich von der Nahrungsmittelproduktion ab und von den anderen Services, die man hat. Das sind so die hauptsächlichen. Und die Nahrungsmittelproduktion wiederum hängt dann auch vom Industrieoutput ab, hängt aber auch von der Umweltverschmutzung ab, was einer der Faktoren ist, die das Ganze zum Kollabieren bringen. Industrieoutput hängt auch wieder von den Ressourcenverfügbarkeiten ab, wobei da wieder auch eine
Dynamik drin ist, dass wenn die Ressourcenverfügbarkeit sinkt, braucht man mehr Ressourcen, um Ressourcen zu fördern, was ja auch eine relativ einleuchtend ist, weil wenn das alles noch sozusagen relativ dicht und gut zugänglich ist, dann hat man viele Ressourcen und wenn man die besten aufgebraucht hat, braucht man halt mehr Ja. Ressourcen, um Ressourcen zu gewinnen. Das ist so Und abnehmender Grenznutzen und so abnehmende genau. Grenzkosten und Opportunitätskosten und so, ne? Genau. Und von daher, solche Logiken sind mit in diesem Modell drin und deswegen kippt es immer irgendwann. Klar. Und natürlich sozusagen außenrum ist irgendwie trotzdem reingebacken, dass da eine endliche, also dass es bestimmte Grenzen gibt, wo es quasi immer so diminishing returns gibt, ne? Weil man einfach oben gegen irgendeine Kante gegenknallt. Ja, Also zum es gibt Beispiel eine CO2 in Ressourcen. der Luft würde einen ja vergiften auch irgendwann. Einfach vergiften. Genau, aber wie gesagt, es gibt nicht CO2 in der Luft als Parameter. Wir haben trotzdem CO2 in der Luft als Proxy genommen, um dagegen die Umweltverschmutzung. Es gibt eine variable Umweltverschmutzung und die ist aber einheitenlos und die ist auch dem, also die hat weder Einheiten noch hat die einen realen Hintergrund, sondern die ist einfach auf 100 gesetzt oder auf 0 gesetzt und dann geht sie hoch. Da gibt es sozusagen, es gibt nichts, womit das korrelieren kann oder womit man das sozusagen direkt vergleichen kann von der realen Welt. Und wir haben CO2 in der Atmosphäre genommen. Und weil wir gesagt haben, wir können ja nicht irgendwelchen Absolutwerte vergleichen, haben wir halt die erste Ableitung genommen. Also wir haben geguckt, wie sich die Steigung, also wie verändert sich die CO2-Kurve, wie ist die Steigung der CO2-Kurve und wie ist die Steigung der Umweltverschmutzungskurve in dem Modell. Und die haben wir versucht anzugleichen. Wir haben nicht versucht, Absolutwerte zu treffen. Das haben Ja. wir so selten, also nur bei Populationen ist das der Fall und ich glaube bei ein, zwei anderen. Aber bei den allermeisten Dingen haben wir gesagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir gucken uns nur die Steigung oder die Veränderung über die Zeit an. Wir gucken Okay. uns nicht den Absolutwert an, gegen den wir fitten wollen, weil das Ja. macht keinen Sinn. Okay. Und ihr habt sozusagen den Case Business as usual, den hat ein Club of Rome angenommen. Wenn das passiert, dann wird das und das sozusagen dann und dann kollabieren. Jetzt hat man irgendwie 50 Jahre später festgestellt, okay, so wie die Daten sind, sieht es aus, als hätten wir genau das getan. Genau. Business as usual, niemand hat sich drum gekümmert. Das klingt für mich so, dass es alternative Szenarien gibt, die auch mit diesem Modell schon berechnet wurden. Stimmt das? Ja, gibt es verschiedene. Zum Beispiel Stalin jetzt. Ja, das ist, glaube ich, so nicht berechnet worden, 72, aber es gibt, ich glaube, es gibt ein Szenario oder es gibt ein Szenario, was so einen Nachhaltigkeitsgedanken hat, wo Populationswachstum begrenzt ist, wo Ressourcenverbrauch, also ein Policy Change ist in Richtung Recycling und Wiedernutzung von Ressourcen und Effizienz, wo Umweltverschmutzung reduziert wird und das geht in so einen quasi stabilen Zustand über, wo die Bevölkerung dann nicht weiter wächst, sondern quasi stationär bleibt und dann. Also das gibt eines dieser Szenarien. Aber Das, Arjuna, wir haben sag, doch unterbrich mich. ja, auf jeden Fall, in unseren Fertigungsprozessen, die wir auf der Ja. Welt haben, haben wir doch niemals den Fall, dass wir keinen Müll produzieren. Genau. Und Die wir. Frage ist da, was haben die angenommen an Kapazität unseres Planeten, wo wir ein Teil ja von sind, von diesem Planeten, Müll aufzunehmen und zu absorbieren? Und das gibt es. Da gibt es in diesem Modell ist eine Annahme da drin, wie viel Umweltverschmutzung sich pro Zeiteinheit wieder abbaut, einfach weil wir biologische Prozesse haben, die das Ganze sozusagen nach und nach wieder in den Gleichgewicht bringen. Und wenn wir nicht dagegen laufen, dann laufen wir auch nicht in den Kollaps. Also jetzt ganz blöd gesagt, so die Natur hat ja quasi innerhalb des Biotops der Erde fast keinen Prozess, der Müll produziert, ne? Weil alles irgendwie ein Input führen, also jedes Output ist wieder ein Input für einen neuen Stoffwechselprozess und es gibt dieses Upcycling, wo am Ende Dinosaurier und Menschen rauskommen und so.
Außer diese eine Sache, und das ist irgendwie das CO2 scheinbar, weil ich habe jetzt, so wie ich es begriffen habe, die Natur hat, weiß auch nicht, was sie damit machen soll, deswegen tut sie es in Wale rein, die dann auf dem Meeresgrund liegen, oder tut es in Bäume rein, die dann nach unten gehen und dann schön unterhalb der Erdfläche einfach vergraben werden und verbuddelt werden. Und wir jetzt als Menschen haben irgendwie scheinbar den evolutionären Auftrag, das alles auszubuddeln und zu verbrennen, damit endlich wieder die Balance hergestellt wird, damit die Scheiße wieder in der Luft ist, so wie es damals war. Damals noch, als die Luft noch in Ordnung war, vergiftet und so. Das heißt, irgendwie dieses CO2 ist doch scheinbar diese eine Sache, wo die Natur, das Biotop noch keine Lösung für gefunden hat. Weil alles andere, habe ich so den Eindruck, ist irgendwie cool. Das ist immer wieder ein Input, dann gibt es einen Kreislauf und so und eine Fliege, die stirbt, die wird aufgefressen von was anderem und so. Und alles ist irgendwie cool, bis auf die Sache mit dem CO2. Kann man vielleicht so sehen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Dinge. Was denn? Also, naja, wenn wir jetzt von Nuklearabfällen angehen, reden zum Beispiel, auch nicht, also, na klar gibt es radioaktive Aber die Strahlung. irgendwann sind die wieder Blei, oder? Genau, aber irgendwann ist das CO2 vielleicht auch wieder unter der Erde. Also, Ja. ne, wenn wir in diesen Dimensionen rechnen, also in Millionen von Jahren sind wir schon irgendwann wieder irgendwo anders. Es ist nur für uns nicht ganz so relevant, die wir hier leben und unsere Kinder nicht und unsere Ja. Kindeskinder nicht. Also, ne? Ja, natürlich, irgendwann, also und auch die Erde, natürlich hatte sie mal andere CO2-Level und auch die haben geschwankt und die Temperaturen. Und das ist auch, also das ist auch das Schöne, wenn man mit Studierenden arbeitet, dass man manchmal die Möglichkeit hat zu sagen, ja, warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Warum machen wir das denn? Warum reden wir denn überhaupt über 1,5 Grad? Warum reden wir denn über CO2? Warum reden wir denn über, ne, Gesellschaften, über Ressourcennutzung? Warum machen wir das Ganze? Und da kann man natürlich zum einen diese Modelle mal nehmen und ein bisschen auseinandernehmen und mal ein bisschen, was passiert denn da und was passiert denn eigentlich mit dir, wenn du merkst, oh, krass, so ein Modell, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht die letzten 50 Jahre gelaufen, also schlecht in Anführungszeichen, sondern ne, irgendwie die Daten zeigen, dass das eigentlich relativ akkurat gelaufen ist mit dem, was passiert ist. Und das zeigt aber an dieses Modell, dass es in den nächsten 10 Jahren irgendwie bergab geht. Was macht das denn mit dir? Und was für einen Auftrag leitest du für dich daraus ab und so? Und du kannst natürlich auch mal sagen, na, was findet, also wenn wir die CO2-Level haben, die wir dann irgendwie uns ausdenken, wenn es immer so weitergeht, was für eine Temperatur haben wir denn auf der Erde? Wann hatten wir denn das letzte Mal diese Temperatur auf der Erde? Oh, da haben ja noch Dinosaurier gelebt. Oh, das war ja wirklich ganz anders. Warum, was bedeutet denn Holozän seit den 10.000, 12.000 Jahren, seitdem der Mensch sesshaft geworden ist und so? Oh, das ist ja gerade eine Zeit, in der die Temperatur überhaupt nicht so stark geschwankt hat, sodass Genau, wir es gab überhaupt in der Jahreszeiten und Möglichkeit so waren. ein Zeug, ja? Genau. Ja, Also es gibt ja, neolithische Revolution. genau, schöne Dinge. Also weiß ich nicht. Du weißt, da kommt das Patriarchat her. Ja, da kommen ganz viele Dinge her, auch ganz viele Dinge, die nicht besonders schön sind. Also, ne? Aber natürlich auch ganz viel Entwicklung und Fortschritt. Und das, was wir, also wir würden ja nicht miteinander reden, wenn es das gerade nicht geben würde. So, und wir würden, also wir stehen ja da auf den Schultern von all dem, was da passiert ist und passiert. Und wenn wir mit unserer Atmosphäre gerade ein Vabanspiel sozusagen machen und einfach mal die Parameter stark ändern, dann kann das halt zurückschlagen. Jedenfalls das Leben, wie wir es kennen. Und das kannst du Menschen halt auch beibringen oder auch zeigen und kannst dann auch eine Motivation für das, was sie tun wollen, sozusagen versuchen ne, mit Leben zu füllen oder mit denen zusammen zu entwickeln. Weil das sind ja auch die nächsten Menschen, die dann da in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren da stehen und sagen, okay, jetzt irgendwie gehe ich in diese Gesellschaft, bin hier, will einen Job haben, will was arbeiten und will was verändern. Ich meine, ich lehre in einem Studiengang, der nennt sich Erneuerbare Energien. Da muss man meistens die Leute nicht dazu motivieren, aber es lohnt sich doch auch, durchaus, manchmal sie daran zu erinnern, warum sie das eigentlich tun, was sie da gerade tun. Und warum das eigentlich wichtig ist. Und das ist halt auch ein Beitrag dazu. Ne? Auch das, was wir da gemacht haben, ist ein Beitrag dazu. Und es ist relativ spannend, sich auch mit diesen ganz simplen Modellen auseinanderzusetzen. Andere Modelle, die ich mache, die sind viel, viel komplexer, aber gerade bei den simplen Modellen ist der Erkenntnisgewinn häufig Nur durchaus da. 150 Parameter. Ja, genau, aber guckst du die alle an? Nein, du guckst
natürlich nicht alle an. Ja. Aber du musst, also wenn du die Welt darstellen willst, dann hat man damals schon ein paar Parameter gebraucht. Weißt du, wenn du sagst, jetzt weiß ich, woran mich das erinnert, dieses Ineinanderstecken. Und zwar erinnert mich das an den Papiercomputer von Frederik Fester. Kennst du den? Nee, erzähl mir Das ist mehr. ein Organisationsmodell. Also das ist ein Biologe und der hat halt Biotope und so sich angeguckt und dann die ganze Zeit darüber nachgedacht, ich kann hier diese supergeilen Mechanismen beobachten, die durch Evolutionsdruck emergiert sind. Und irgendwie möchte ich gerne, dass Menschen anfangen, sich genauso zu organisieren. Und sozusagen kleine Sachen, also wir sehen ja quasi in Differentialgleichungssystemen immer, es gibt immer irgendwie Sachen, die klein anfangen und dann so machen. Dann gibt es einen größeren, der den wieder abfängt, wenn der irgendwie Ausreißer wird und so. Und alles hat aber damit zu tun, dass es schon bei, wenn sie ganz klein sind, schon anfangen, Informationen zu übertragen und sich irgendwo hinten schon das System darauf vorbereitet und quasi diese Wechselkreisläufe total geil und komplexier sind und am Ende dieses wunderschöne Ineinandergreifen dieser ganzen Mechanismen und dann beobachtet man, wie toll der Wald ist oder so. Und der Typ hat halt ein Organisationsmodell geschrieben, das nennt sich dann Papiercomputer auch, weil der damals natürlich das sozusagen auf Demokratie, also der wollte, dass Menschen miteinander reden. Und egal, was für ein Projekt du sozusagen hast, und der hatte dann so viele Beispiele, zum Beispiel eine Kommune, wo eine Umgehungsstraße gebaut werden sollte, und das hat zu so und so Verwerfungen geführt, und wie löst man das und so? Oder Konzerne haben die und die und wollen irgendwas umstellen in ihrer Struktur. Und immer hat er sozusagen das als Beispiel genommen, und das hat relativ gut funktioniert, und weil es auch intuitiv ist, und es hat halt damit zu tun, dass die Putzfrau auch mit dem CEO reden kann. Und alle bringen sich ein und dann wird sozusagen am Ende ausgegödelt quasi, was jetzt am geilsten ist, über diesen Papiercomputer sozusagen. Und da ging es wirklich nur um schwer, besonders schwer, nicht so wichtig. Also so ungefähr hast du gesehen, dass da, was da passiert ist, die haben dieses Ineinandersteckmodell. Bloß auf einer analogen, fuzzy Menschenebene quasi, abgebildet auf so ein Papier quasi, mit einem Zettel und so. Und also kann ich dir nur empfehlen, wenn du mal Zeit hast, schön mal so über die Feiertage oder so, ziehst du dir das mal das Buch rein. Ist wirklich schön geschrieben, auch viele Beispiele und so, halt aus der Biologie. Aber ja, das klingt auf jeden Fall cool. Und sag mal, dieses Sozialismusmodell oder wie auch immer man das jetzt nennen will, das mit der Nachhaltigkeit, gibt es auch noch andere, komplett andere Modelle, die irgendwie auch interessante, sagen wir mal, interessante Muster erzeugen in diesen Kurven? Du meinst Szenarien Ja, in dem also was Modell. wie die Silicon Valley Menschen, die wollen ja jetzt den großen Accelerationismus, also die wollen jetzt alles beschleunigen, damit sofort alles verbrennt und dann gucken, was passiert. Sowas? Also, was häufig die Diskussion in der Community war, sind wir eigentlich auf dem Pfad Bau oder Bau 2? Bau 2 war das gleiche wie Bau, nur mit doppelt so vielen Ressourcen. Weil man, also doppelt so vielen Ressourcen, die verfügbar sind und da war häufig so ein bisschen, wo man sieht, Bau ist, meistens geht Bau, gibt es den Kollaps, weil die Ressourcen zu Ende gehen, und bei Bau 2 geht es in den Kollaps, weil die Umweltverschmutzung zu hoch geht. Und da Also gibt das es ist so. sowas wie, wenn Sie jetzt ein Ölfeld in Venezuela finden, was Sie vor 50 Jahren noch gar nicht kannten, ne? Genau. Da haben sie vor 50 Jahren haben sie gedacht, okay, was sind ungefähr die Ressourcen? Und da Ressourcen, das ist, ne, natürlich nicht nur das Erdölfeld, sondern auch die Kohle und die ganzen Mineralien, also die ganzen Erze, alles, ne, alle metallischen Ressourcen, alles, alles, alles eine Variable. Okay. Irgendwie. Sondern du Okay. packst alles Ist das eine zusammen. gewichtete Variable, nehme ich an? Also Nee. ist nicht einfach nur die Summe, oder? Nee, also die hat weder eine Einheit, noch ist die irgendwie. Die sagen nur, Ressourcen sind 100%. Und Okay, jetzt okay. geht's runter. Mhm, ja. Also sozusagen nur auf 100 und Okay, dann ist geht's wirklich runter. einfach, ne? Also, Ja, genau. Du musst dann halt nur wissen, was bedeutet 1% weniger Ressourcen, was bedeutet, wenn wir bei 10% Ressourcen angekommen sind. Das ist mehr oder weniger die Logik. Wir haben es übrigens mit dem Proxy auch natürlich wieder mit der Steigung, und wir haben da einfach fossilen Energieverbrauch beziehungsweise fossile Energie. Wir haben einfach gesagt, okay, das ist ein guter Proxy, die so viel wie wir fossilen Primärenergieverbrauch haben, also ne, Förderung von Erdöl, Erdgas, Kohle. Alles das, was wir da machen und wie viel schneller wir das machen, ist ein guter Proxy, wie viele Ressourcen wir insgesamt schneller nutzen. Also auch Metalle und andere Ressourcen und so. Man muss sich ja irgendwelche Proxys ausdenken oder aussuchen, und da haben wir den genommen. Gut, aber das ist das nur am Rande.
Das heißt, da gab es lange eine Diskussion, ne? Ist es irgendwie dieses, ist es dieses Szenario oder dieses, eher Umweltverschmutzung, was uns in den Kollaps bringt, oder eher Ressourcen, die schwinden? Und wir hatten ja mal, wie lange ist das her, jetzt so knappe 14 Jahre oder so, diese ganze Peak-Oil-Debatte, keine Ahnung, ob du davon mitgekriegt hast, da als die Erdölpreise gerade mal sehr hoch waren, da war es irgendwie, okay. Was machen wir? Gehen die Erdölreserven zur Neige? Haben wir die Spitze der Erdölförderung erreicht? Und so, da war das sozusagen sehr großes Thema. Das hätte sehr stark für Ressourcenende gesprochen. Und dann ging es halt eher in Richtung, okay, Klimawandel, 1,5 Grad, oh je, wir laufen hier gegen verschiedene planetare Grenzen, die jetzt nicht nur Klimawandel sind, da ist ja noch Biodiversität, da sind ja noch die ganzen Phosphorkreisläufe, Stickstoffkreisläufe, Chemikalien in der Umwelt und, und. Dieses Jahr gab es ja die Studie, 7 von 9 planetaren Grenzen sind überschritten. Und Kipppunkte und so, das spricht dann eher für die Umweltkatastrophe, die uns sozusagen. Ne? Und die beiden sind natürlich miteinander interlinkt, die sind miteinander verbunden, das ist ja das eine, nicht das andere, aber das sind so die Dynamiken, die in diesem Modell manchmal sichtbar sind, die halt, die es sich dann auch lohnt, mal anzugucken und mal zu gucken, wann passiert denn eigentlich was. Und im Prinzip kann man sagen, dieses Modell hat in fast allen seinen Parametervariationen immer zu irgendeinem Overshoot und Kollaps geführt. Außer in diesen ganz restriktiven, wo wir wirklich gesagt haben, okay, ab 72 fängt man an, jetzt wirklich darauf zu achten, dass man das alles ein bisschen anpasst. Ja. Das hat man jetzt aber 50 Jahre lang nicht getan. Und wenn man jetzt darauf achten würde, würde das trotzdem noch in den Kollaps führen. Das Ja, ja, reicht ja. nicht mehr, sozusagen. Also ich habe mir immer nur gemerkt, es gibt mindestens 10 Jahre Retardierungseffekt. Das heißt, was wir jetzt beobachten, ist von vor 10 Jahren. Ja, und 1,5 Grad ist sowieso schon gegessen und so. Und welcher Effekt kickt denn jetzt zuerst so rein, den wir jetzt beobachten? Also wir hatten ja jetzt, die Bild-Zeitung hat sich nämlich jetzt die Tage gefragt, wo kommt eigentlich der ganze Regen her? Hast du das gesehen? Nein, ehrlich gesagt Es lese ich war diese wirklich schön, Zeitschrift es ist nicht. wirklich, nein, nein, aber ich habe natürlich, also es ist ein Meme, es ist ein Real-Life-Meme, Ja. ne? Sie haben ein Cover und die Frage ist, wo kommt eigentlich der ganze Regen her? Sie sind komplett aus dem Häuschen, ne? Und wir wissen ja jetzt, dass das letzte Jahr irgendwie so heiß war, die Ocean Surface Temperature war so hoch, dass einfach jetzt der Kreislauf und so, jetzt kommt das ganze Wasser runter und so. Und das ist ja auf jeden Fall etwas, wo man, du kennst diesen Plot, ne, mit diesen ganzen Oberflächentemperaturen. Und jetzt dieses Jahr war irgendwie einfach diese rote Linie, die ist oben drüber, komplett drüber. Und das sieht doch jetzt sozusagen aus, dass jetzt aber wirklich jetzt dieser Hockeyschläger jetzt mal losgeht. Also, der Hockeyschläger oder die Exponentialkurve, die sieht in jedem Zeitpunkt, in der du dir sie anguckst, Natürlich. genauso, als würde sie losgehen. Die, und Natürlich, die sieht, natürlich. also, ne, die sieht Na immer klar. so aus, als würde sie losgehen. Ist ja eine Na Exponentialkurve. klar. Deswegen, also, was ich dir sage, also, ich bin kein Meteorologe, ich bin kein Klimawissenschaftler. Ne? Ich bin Modellierer, ich modelliere Energiesysteme, andere Modelle. Und da spielen diese Effekte zum Teil eine Rolle, zum Teil nicht. Das ist je nachdem. Aber das ist, ich kann dir da nicht ganz so viel von sagen. Woher der Regen kommt, naja, erstmal aus den Wolken. So. Die Frage ist natürlich, warum ist dann so viel Wasser gerade da? Ne? Und dann, da hat natürlich Oberflächentemperatur von Ozean, hat natürlich was mit zu tun. Mit Verdunstungseffekten und so weiter und so fort. Können die anderen Leute viel besser erklären als ich. Aber ich glaube, was man schon auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder sieht, ist, dass wir uns in eine Zeit bewegen, in der Umwälzung und Krisen häufiger werden und normaler werden. Also das Krise ist das neue Normal sozusagen. Und das ist nicht ganz einfach, immer mit dem Begriff Krise zu hantieren, denn Krise ist auch ein politisch be geprägter Begriff. Weil Krise ist, also was Krise ist und was nicht Krise ist und für wen was Krise ist und was nicht Krise ist, ist eine politische Entscheidung. Und sobald etwas Krise ist, sind die politischen Handlungsspielräume sehr viel größer, als wenn es keine Krise wäre. Deswegen ist es nicht so einfach und trotzdem würde ich sagen, Strukturbrüche und Krise sind etwas, was uns mittelfristig häufiger beschäftigen wird. Und die Umwelt und die Naturkatastrophen, wie wir sie nennen, oder die Umweltbilanz
Bedingungen, die rauer werden, sind ein Teil davon. Ja, also ich vergleiche das ja immer mit so einem typischen mechanischen System, wo man halt irgendwie so Ping-Pong-Ping-Pong macht. Und wenn man sich einmal irgendwie verpongt hat, dann muss man mehr Ping machen, um es nochmal einzufangen. Und irgendwie sozusagen muss man immer größere Auslenkungen machen, um es noch einzufangen. Und dadurch, dass wir, Adam Tooze sagt ja, ist die Polykrise, weil sozusagen viele skalare wichtige Kennzahlen bei uns gerade komplett ausrasten, müssen größere Schritte unternommen werden, um es wieder einzufangen, was aber irgendwo auf der anderen Seite dieses Differentialgleichungssystems wieder eine andere Auslenkung erzeugt und so. Und ja, weil wir irgendwie quasi, ich nenne es mal unterkomplexe Weltmodelle haben bei unserem Controlling und die ganzen vernetzten Strukturen sozusagen nicht dabei berücksichtigen, wenn wir irgendwelche Maßnahmen treffen und immer einfach eingreifen, sowas wie in Deutschland, einfach mal jetzt überall Kiefern hinzupflanzen, so als gute Idee, dann, ja, dann beißt es uns irgendwann mit einer großen Auslenkung, in irgendeiner anderen skalaren, Kennzahl, die jetzt auf einmal völlig ausrastet oder so. Ich glaube, Und ein Begriff, den du genannt hast, der ist da wichtig und das ist das Controlling. Also die Illusion der Kontrolle. natürlich. Die Illusion, dass wir das unter Kontrolle halten können oder überhaupt hätten. Und solange wir dieser Illusion erliegen, dass wir das Erdsystem kontrollieren könnten und die Ökosysteme und diese ganzen komplexen Beziehungen, von denen du gesprochen hast, von denen die wir ja alle gar nicht ganz verstehen und kennen, von denen wir ein Teil sind. Ich meine, wir sind ja auch Menschen, wir sind ja auch aus Fleisch und Blut und sind ja Teil des Ganzen und versuchen aber das Ganze zu kontrollieren und das funktioniert nicht. Und solange wir weiterhin im Paradigma der Kontrolle leben, indem wir sozusagen alles versuchen zu kontrollieren, da werden wir wahrscheinlich, die Ausschläge werden dann eher größer werden. Ja. Ja. Und es ist nicht so einfach, davon abzulassen. Weil Ja, das ist weiß das, ich. was wir gewohnt sind zu tun. Ich weiß. Es ist ja auch schon die Illusion des freien Willens. Die ist ja schon, unser eigener Controlling Agent hat ja schon, ist ja schon fest davon überzeugt, dass er Kontrolle hat. Dann ist ja klar, dass die Staaten, die wir bilden, als emergente Struktur auch diese Illusion haben, dass sie irgendwas kontrollieren können. Und also, das ist wirklich schön, dass du das sagst, als hättest du alte Videos von mir geguckt, weil ich habe diesen Begriff sozusagen Kontrolle und Illusion schon oft miteinander verwurstet, dass das halt wirklich eine Illusion ist. Aber es ist wirklich so ein Trugbild, was überall in unserer Motivation, man findet das immer, ne? In allen, also man findet immer sozusagen, ah ja, okay, das ist so und so intended. Es fühlt sich so an, als wäre hier quasi als Paradigma vorgegeben, alle sind sich einig, Kontrolle ist sozusagen das Ding. Aber das ist ja auch nicht ohne Grund so. Kontrolle gibt ja Sicherheit. Ja, eben. Es gibt vor, ja, genau, die Und Vorhersagbarkeit, genau. Predictions werden besser, wenn ich es einhegen kann. Genau. Genau. Und Unsicherheit macht Angst. Ist unangenehm, ja. Und das ist natürlich schlecht. Also was heißt schlecht? Das ist erstmal so. Und ich glaube auch eins, ich meine, wir haben das in unserem Paper ganz kurz erwähnt. Wir haben gesagt, was es braucht, ist eigentlich, also was man sieht, was es braucht, ist nicht ein weiter und noch mehr Technologie und das versuchen noch mehr, ne, also noch stärker jetzt aber wirklich zu versuchen, mal den Kurs zu ändern, sondern was es eigentlich braucht, ist ein Mindshift. Also eine andere Geisteshaltung, mit der wir da rangehen. Und ein wichtiges Ding davon, das haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, aber das ist im Prinzip, es ist klar, ist dass ich lerne, mit Unsicherheiten umgehen zu können. Und aushalten zu können. Mit der Angst, die damit zusammenhängt, aushalten zu können. Ja, okay, es ist unsicher. Okay, ich habe Angst. In Ordnung. Ich habe Und ich, dann ich. können wir gucken, was passiert. Ja, das ist witzig. Ich glaube, ich habe ein Video, das heißt irgendwie Coping mit Ungewissheit und irgendwie, dass sozusagen daraus Konservativismus entsteht und diese Ideologie, die ja natürlich auch inhärent was mit Kontrolle zu tun hat und so. Und das erinnert mich jetzt, wo du das sagst, auch total an diese Aussage von dem Metzinger. Der sagt dir doch bestimmt auch was, ne? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht mehr ganz Der sicher. hat letztens sogar, glaube ich, bei Scoble hat er eine eigene Folge bekommen, wo er sozusagen sagt, ja, Meditation bringt was und jetzt mal wirklich darüber reflektieren und was kann man hier überhaupt beeinflussen und wir müssen uns mal eine Bewusstwerdungskultur haben davon, dass wir hier irgendwie besser damit copen können, mit dieser Genau. Realität, die wir hier vorfinden und so. Genau, das geht natürlich jetzt weit weg von all dem, was wir in dem Modell gemacht haben, aber natürlich Klar. ist alles, also ne, da unterhalten wir uns jetzt nicht auf der Basis von irgendwelchen Untersuchungen, die ich gemacht habe, sondern einfach von der Erfahrung, die
die in meinem Leben und in deinem Leben eine Rolle spielt. Ja, natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir auf Unsicherheit reagieren, wie wir insgesamt, ne, und Achtsamkeit, Meditation und so spielt natürlich dann eine Rolle. Natürlich. Also wir müssen irgendwie damit, müssen ja als Menschen, die wir in Beziehung und in sozialen Komplexen, soziotechnischen Systemen leben, die wir beschreiben können, aber nicht verstehen, wir müssen ja da irgendwie unseren Weg durchfinden. Und da ist es ganz gut, wenn wir zumindest uns selbst verstehen, wie wir denn auf was reagieren, wo damit wir nicht aus Angst getrieben schnell irgendwas machen, damit die Angst wieder weggeht. Ja. Sondern sagen, ah ja, mit der Angst kann ich auch mal sein, okay, dann habe ich jetzt halt gerade Angst, Das okay. stimmt. Das stimmt. Also das Stichwort sind quasi, die Vermeidungsstrategien sind das Problem, ne? Ja, aber was Die heißt das geben Problem? kurzfristigen Benefit, aber verursachen in the long run immer mehr Probleme. Genau, aber die sind halt, also die sind ja nicht unsinnigerweise da. Also das Ganze ist ja nicht irgendwie, das ist ja nicht, okay, ist das Problem und schaffen wir es ab und fertig. So sind wir ja nicht gestrickt, sondern die Sachen, die wir tun als Gesellschaft, als Individuen, die sind ja durchaus, die sind ja intelligent. Also es ist ja nicht dumm, dumm sozusagen, sondern es ist für einen bestimmten Zustand vielleicht sogar auch angemessen, nur als Kollektiv halt zu sagen, wir wollen immer nur weitermachen wie bisher, wir wollen möglichst, dass es immer schnell wieder ins Normal zurückgeht, wir wollen jede Krise, wollen wir möglichst einhegen und wollen, dass die Krise möglichst schnell wieder, dass alles wieder so wird wie zuvor. Wenn wir das auf die Spitze treiben, sind wir halt beim Make America Great Again. Und da ist ja das Wichtige, das Again. Also das, ne, es soll so werden, wie es war. Ja, und das Und hat natürlich, das hat sozusagen auch so eine infantile Geschichtsverklärung, als wäre es mal irgendwann richtig gut ja, gewesen. natürlich, das ist die andere Geschichte, klar. Aber gut, das ist ja, da geht es ja nicht um die Geschichte, sondern da geht es um das innere Bild. Und das ist eine Sicherheit, die dann da vermittelt wird. Und die ist ja auch nicht schlecht. Also die Menschen, also es ist ja nicht schlecht, als Mensch zu sagen, okay, ich merke, ich brauche auch eine Sicherheit, wenn das wenigstens was Bewusstes ist. Wenn ich sagen kann, okay, nee, ich merke, ich halte das hier gerade nicht mehr aus, ich brauche eine Sicherheit. Wunderbar, dann habe ich mich wenigstens selbst so weit reflektiert. Wenn ich jetzt irgendwie aber schnell die nächste Sicherheit greife, unbewusst, nur damit ich das nicht aushalten, damit ich das nicht aushalten muss, das ist dann natürlich irgendwie, da sind dann die Handlungen, die daraus erwachsen, meistens halt nicht besonders zukunftsweisend, sagen wir mal so. Genau, aber das ist sozusagen, sind dann die Auswirkungen, wenn man davon ausgeht, und auch das würde ich mit einem Fragezeichen versehen, aber wenn man davon ausgeht, dass dieses Modell erstmal, ne, was wir da untersucht haben, wenn das die Welt wirklich abbilden würde, was es nicht tut, und die Kurven alle so sich entwickeln würden, wie in dem Szenario, was sie nicht tun werden, aber wenn wir davon ausgehen, wovon wir, glaube ich, ausgehen können, dass insgesamt wir uns schon als Menschheit und als Gesellschaft oder als Gesellschaften auf einem Pfad befinden, der gegen die Wand fährt, so wie er zurzeit läuft, dann werden wir mit all diesen Dingen in naher Zukunft umgehen müssen. Das ist einfach ganz klar. Und Also da, ja. zu dieser Illusion mit der Kontrolle. Ich habe letztens erst diesen Gedanken gehabt. Ich habe es mal, ich habe letztens so formuliert, dass sich das Patriarchat, das ist ja diese ominöse, schwurbelige Sache, die so emergiert aus uns, die dann bestimmte Sachen erzeugt, wo wir messen können, okay, es gibt hier irgendwie eine Ungleichheit und irgendwelche Ungerechtigkeiten, aber wir können es nicht ganz fassen, weil es ja emergent ist und so. Ich habe das runtergebrochen darauf, dass sich das Patriarchat dadurch auszeichnet, dass wir Care-Work asymmetrisch verteilen. Nämlich auf Personen, die einen Uterus haben und welche, die keinen haben. Und das führt dazu, dass wir quasi, weil wir diese Arbeitsteilung erst ermöglichen, sich quasi für die Leute, die weniger Care-Work haben, einen Wettbewerbsvorteil herausbildet, die dann überhaupt erst Ressourcen haben, um über Dinge nachzudenken, die aber in the long run dazu führen, dass wir so große Hierarchien aufbauen, die irgendwie diese Illusion von Kontrolle noch verstärken, weil sie auf einmal größere Hebel haben, um irgendwas zu be bewirken. Das würde gar nicht funktionieren, wenn Leute sich quasi mehr mit ihren Local Peers und der Care-Work, die da anfällt, beschäftigen würden. Sie können aber quasi diesen Escape-Mechanismus anklicken, weil sie sagen, ich habe doch hier die Frau, die macht einfach jetzt meine Arbeit gleich mit
Und dann habe ich den Kopf frei und kann mir über meine Illusion der Herrschaft sozusagen noch mehr Fieberträume herbeifantasieren, die dann dazu führen, dass ich echte Realitäten schaffe, weil ich anders handle und so. Und quasi, und das passiert überall, ne? Überall gibt es so kleine Pyramiden, die dann quasi so, weil sie größere Hebel haben, auch größere Ereignisse in Gang setzen, die dann gegeneinander clashen und neue Realitäten schaffen, die wiederum auch wieder neue Controlling-Probleme quasi, weißt du, erzeugen und so. Also Ich quasi, glaube da. wenn man Müsstest du sozusagen. dich. Ja, mach nochmal. Sag nochmal Wenn man dein. quasi mehr sozusagen runtergehen würde, von wegen, wir sollten das mit der Carework lokal besser verteilen, würde sich das mit dieser Herrschaft, mit dieser Illusion der globalen Kontrolle ein bisschen glätten. Weil man also quasi, man ist einfach beschäftigter mit den Dingen, die man tatsächlich ändern kann, hier lokal, vielmehr mit den Menschen, die jetzt dein Nachbar sind, anstatt über fiktive Szenarien nachzudenken, von wegen, was macht jetzt in Aserbaidschan der General da hinten oder so. Weißt du? Also, ich glaube, ich bin kein Forscher, der sich mit Patriarchat oder Gender und Ich Carework ja auch viel nicht, ich ja auch auseinandergesetzt hat. nicht. Wenn ich deinen Gedanken aufgreife, wäre das, also, ich meine, ich bin auch Wissenschaftler und das Erste, was mir häufig kommt, ist, ja, aber. So, ne? Deswegen würde ich sagen, okay, diesen Gedanken, wenn du den so ausformulierst und ausbreitest, ist das Patriarchat nicht älter als die Carework-Verteilung? Na, So, ist das. ich hab ja gerade gesagt, für mich könnte ich es das Patriarchat dadurch beschreiben, das ist sozusagen das, die asymmetrische Verteilung von Carework. In dem Moment, also Okay, das das heißt, du irgendwie gibt sagst es eine es. Korrelation und dann könnte ich sagen, okay, ich setze es gleich. Ja, genau. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Weil, Es also so. gleichzusetzen. Ich glaube, diese Idee von Carework und die. Also die Arbeitsteilung, Carework und so, das ist ich glaube, von dem, was ich mir populärwissenschaftlich angelesen habe und wo ich drüber nachgedacht habe, sind sowohl das Patriarchat als auch die Arbeitsteilung, also das, was wir Patriarchat nennen und das, was wir Arbeitsteilung machen, das sind Phänomene dessen, was wir als gesellschaftliche Entwicklung sozusagen, angefangen neolithische Revolution, sozusagen beschreiben. Das heißt, das sind Phänomene, die sozusagen ineinander wirken. Das ist nicht eins ist und das ist irgendwie die Grundlage von, sondern das sind alles verknüpfte Dinge. Die sind miteinander in Beziehung, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wie wir das zurzeit messen, das Patriarchat, oder relativ einfach quantifizieren, ist, ne, über Hierarchiestrukturen und Bezahlung und ungleiche Bezahlung und so weiter und so fort. Ja. Aber Oder das ist, Gewalt gegen Frauen oder so. genau, aber das ist ja nicht alles. Das ist ja Nö. das, was passiert, das sind ja diese mentalen Bilder, die wir im Kopf haben, diese mentalen Geschichten von uns selbst, die wir uns erzählen. Was es ist, ein Mann zu sein, eine Frau zu sein, was es ist, in dieser Gesellschaft als Mann oder Frau zu sein, was sozusagen das Bild ist, wie wir uns zu verhalten haben und so. Das ist sozusagen, das geht tiefer als Arbeitsteilung. Und natürlich ist Arbeitsteilung und Carework, das ist natürlich ein Aspekt, ja, klar. Und Weißt du? auch das spielt zur Kontrolle, natürlich. Ich glaube aber eigentlich ist dieses Bedürfnis nach Kontrolle ist sogar noch älter. Also Also, davon gehe ich auch aus. Das Bedürfnis von Kontrolle ist sozusagen in uns reingebacken, weil das quasi der Stoffwechselprozess ist, der aus dem das Bewusstsein emergiert. Wir haben ein Controlling-Problem und in der Data Science zum Beispiel ist es im Prinzip klar, haben diese Attention Blocks im Deep Learning deswegen entwickelt, weil du sonst Vanishing Gradients hast. Du hast bestimmte Probleme, die werden so groß, dass du numerisch eine Stabilisierung brauchst. Und diese Stabilisierung hat sich gezeigt, ist das, was wir mit Aufmerksamkeit identifizieren. Und die haben einen Block gebaut, der sich so verhält. Und den haben die dann auch Attention genannt. Da kommen die Transformatoren raus und das mit dem GPT und so. Und ja, ich denke, das ist bei uns ganz genauso. Genau, wir haben
diese Controlling-Problem, und das ist hinreichend groß geworden, weil unser Organismus halt einfach multidimensionales Input hat und viel mehr kann und so, und Evolutionsdruck, das hat ewig gedauert, ne? Dass wir jetzt dann automatisch dabei auch noch das mit dem Bewusstsein gebaut haben, und wir sind ja eine Prediction-Maschine, wir haben festgestellt, wir können unsere Predictions beeinflussen, wenn wir hier was machen und so. Und daraus ist natürlich diese Sache mit dem Willen entstanden, weil wir ein Weltmodell haben und eine Vorstellung in Retrospektive, was hätten wir anders machen können. Daraus emergiert dann quasi diese Vorstellung, ach ja, ich hätte mich auch anders entscheiden können und so. Und dann denkt man sich, klar, ich habe einen freien Willen, ist ja logisch, all das. Also klar, das Genau, Kontrollding das. ist auf jeden Fall intrinsisch in uns drin, und das ist das älteste Ding. Da gehe ich auf jeden Fall. Und dann neolithische Revolution. Ja, genau. Und ich denke halt, in emergenten Prozessen vertauschen Ursache und Wirkung ständig die Rolle. Das heißt, man kann nicht irgendwie sagen, das kommt daraus, das war zuerst da, das ist ein Huhn-Ei-Ding, sondern ja, die bedingen sich, so wie du schon gesagt hast, das ist ein Wechselkreislauf. Und ich habe halt mir jetzt einfach nur mal überlegt, naja, wenn ich jetzt sage, für mich mal kurz das Gedankenexperiment, das Wesentliche fürs Patriarchat ist diese Asymmetrie der Verteilung. Wenn ich das sozusagen weiterdenke, habe ich mir gedacht, naja, okay, wir würden weniger große, weniger heftige Hebel bauen, weil wir viel Besseres zu tun hätten. Ne, weil es sind ja oft sozusagen diejenigen Individuen, die besonders diesen Herrschaftsanspruch und die Ellbogen quasi haben, um in solchen Pyramiden, die wir uns konstruieren, besonders weit nach oben zu kommen, um dann dort diese Hebel, die die Pyramiden gebaut haben, auch entsprechend zu benutzen. Ne? Also es ist quasi ein Filterprozess, der aus diesem Wettbewerb emergiert ist, der dann dazu führt, dass es auch Leute gibt, die da reinwachsen und dann auch noch die Hebel betätigen. Wenn wir aber sozusagen diese Hebel gar nicht erst konstruiert hätten, weil die meisten damit beschäftigt sind, wichtigere Dinge zu tun, in Anführungsstrichen, also sich jetzt mal hier zu kümmern um seine Leute, und das subsumiere ich unter zu Carework zusammen, dann hätten wir sozusagen eine Dämpfung. Also dieser Prozess würde garantiert auch stattfinden, aber langsamer. Davon gehe ich aus. Und die Hebel wären nicht so stark, wie sie es jetzt sind. Also, ich meine, das ist wirklich. Genau, als ein Ich Gedankenexperiment komme jetzt an, in sozusagen. diese, ich komme jetzt an, in diese Sprache reinzukommen, wie ich mir vorstelle, wie dieses World-3-Modell funktioniert. Ne? Dass man sozusagen jetzt mal ein paar Zahlen nimmt und daran wackelt und eine Differentialgleichung sich überlegt und so. Und ich denke, vielleicht so ein Quotient oder so, oder so ein Gini-Koeffizient, der Carework, ne? Das könnte jetzt sozusagen so eine Kennzahl sein. Über die denke ich jetzt quasi gerade nach. Und wenn. Das ist ja easy, der ist zwischen 0 und 1, ne? Und an dem mache ich jetzt quasi das Patriarchat fest. Du weißt schon, ne? Also so ungefähr in diesem Mindset bin ich jetzt drin. Genau, sowas könnte man. Genau. Spannenderweise ist dieses Earth for All Modell, was die gebaut haben, letztes Jahr ist es, glaube ich, veröffentlicht worden, als Nachfolgemodell von dem World 3 Modell. Also, ne, hat eine andere Ausrichtung, macht andere Sachen, aber da ist genau, also da ist einer der Faktoren, den die als maßgeblich für eine nachhaltige Zukunft identifiziert haben, war die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und die haben die auch in Zahlen sozusagen und in Variablen in diesem Modell. Und dann geht es darum, okay, wie viel Schulbildung hat denn wer sozusagen erstmal auf globaler Ebene, ne? Also wer hat denn Zugang zu Bildung? Weil Zugang zu Bildung, gerade für Frauen, und auch Einkommen weltweit gesehen, Bevölkerungszunahme halt reduziert, weil wenn die Menschen gebildeter sind und höheres Einkommen haben, kriegen sie später Kinder, kriegen weniger Kinder. Also all diese Sachen spielen eine große Rolle da drin. Ne? Das ist in sozusagen, ne, in weiterentwickelten Modellen kann man all sowas mit reinnehmen und auch sozusagen damit spielen, damit gucken, okay, welche Intervention würden wir denn in welche Variablen, Parameteränderungen übersetzen, und wie würde sich das Modell dann verhalten? Genau sowas macht man. Und dafür macht man ja Modelle. Man modelliert ja nicht, um zu sagen, die Welt bricht 2029 zusammen oder 2032, das ist völlig egal, sondern man modelliert ja, Um mal das eine ist so schön, qualitative Aussage zu treffen. genau, we don't model for numbers, we model for insight, heißt es. Also wir modellieren, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie sich Dinge verhalten, und nicht um 19,3 rauszukriegen oder 25,7%, das ist egal. Auch wenn das manche, die wollen Modelle häufig auf
diese Zahlen reduzieren. Ja. Ah, und was genau ist die Zahl und was genau Du trifft sie? weißt, das Aber. sind diese Broker, die wollen spekulieren und Finanzblasen manipulieren und die wollen Profits aus deinen Modellen ziehen und so. Nicht nur das, das sind natürlich auch Leute, die in der Politik sitzen, die da irgendwie eine Beratung, die wollen dann eine bestimmte Zahl haben, um dann eine bestimmte Maßnahme mit wissenschaftlich zu unterfüttern oder. Also das ist natürlich, brauchst du sowas auch immer wieder. Aber eigentlich geht es nicht um Zahlen, sondern es geht irgendwie um Erkenntnisse in all diesen Modellen. Weißt du, eine Sache fällt mir noch ein. Ich hatte mal für ein anderes Video so ein Argument gebracht. Es gibt ein Papier, da haben sie ausgerechnet, und ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber es werden schon sinnvolle Schätzungen sein, dass wir die komplette Weltbevölkerung, und das ist halt jetzt ein paar Jahre her, ne, also sagen wir mal 7 Milliarden Leute ernähren können. Auf einem Wohlstandslevel von Schweiz 1961 oder so. Und sozusagen World Earth Day wäre dann, der Earth Day wäre dann quasi zu Silvester. Also quasi einmal rum und alles so schön glätten und Ressourcenverbrauch so managen und trotzdem sozusagen den Wohlstand da haben. Weil ja quasi dieses Argument von Populisten wäre, willst du zurück in die Steinzeit? Wünschst du dir die Steinzeit zurück, ne? So nach dem Motto. Und die haben halt abgeschätzt, naja, geht. Hast du irgendwie dazu vielleicht eine Insight? Ich glaube, ehrlich gesagt, heute müsste man ein bisschen weiter runter. Wir sind halt schon ein bisschen weiter Jetzt drüber. sind wir mehr Leute, ja. Und wir haben schon noch schlimmere Hebel schon in Gang gesetzt, ne? Genau. Deswegen glaube ich, wir müssten da ein bisschen runter. Aber die Frage dahinter ist natürlich auch, und das geht dann in Richtung Konsumgesellschaft, was brauchen wir denn? Ja, guck dir die Amish an. Guck sie dir an, die sind happy eigentlich. Wobei die wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, Weiß nicht. patriarchale, lokale Strukturen haben. Genau, und ich weiß, ich war nie da. Ich kann es dir nicht Ich auch genau nicht. sagen. Ich war da nie ein Teil von. Aber was wir in der Nachhaltigkeitsdebatte häufig halt vergessen, ist genau das. Das ist die Suffizienz. Wir reden ganz viel über Effizienz. Wir müssen effizienter werden. Wir müssen weniger verbrauchen. Das bedeutet häufig Effizienz. Einsparung ist dann häufig Effizienz. Und das andere ist die Konsistenz, wo wir sagen, ja, wir müssen erneuerbare Energien nehmen statt fossile Energien, also wir müssen unsere Energieträger ersetzen, wir müssen unsere Rohstoffe ersetzen, die Chemie soll nicht mehr erdölbasiert sein, sondern pflanzenbasiert und also, ne, also biologisch sozusagen und so weiter und so fort. Und das ist alles wichtig, aber wir müssen auch über die Suffizienz reden. Ohne die Suffizienz ist die Nachhaltigkeitsstrategie halt relativ, hat 2 von 3 Dimensionen nur. Und die Suffizienz ist halt die Genügsamkeit. Da ist die Frage, was ist genug? Und das ist nicht einfach zu beantworten. Aber das ist im Prinzip, ist es, ne, klar sagen die Leute, die Populisten sozusagen, oder die Angst dahinter ist, ich muss mich einschränken. Und die Frage ist gar nicht sehr, sehr der Einschränkung, sondern die Frage ist es, ich muss. Das ist wichtiger als die Einschränkung. Weil ich will mich einschränken, hat keiner ein Problem mit. Oder ich will meine Prioritäten anders verteilen, hat auch keiner ein Problem. Aber ich werde eingeschränkt, ich muss mich einschränken aufgrund eines äußeren Zwanges. Damit, und das ist das, was sozusagen, wo die Angst vorkommt. Ja. Also ich werde klein gehalten, ich muss abgeben, ich will haben, ich will nicht abgeben, ich will, also ne, das ist okay. Und das gilt es auch irgendwie aufzunehmen und gleichzeitig zu sagen, ja, als Gesellschaft müssen wir in suffiziente Lebensstile kommen. Und das bedeutet natürlich, dass wir ein anderes Transportsystem haben, dass wir ein anderes Konsumsystem haben. Natürlich reden wir da auch über unser Wirtschaftssystem und darüber, wie wir unsere Gesellschaft organisieren, ja. Und wir wissen nicht, wie es aussehen kann und wie es aussehen wird. Und was gute Lösungen sind. Und du hast davon gesprochen und du hast gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn du irgendwie hier mehr in der Gemeinschaft investierst und so weiter und so fort? Ja, ich meine, genau solche Nischen sind es ja, die, wo wir Zukünfte ausprobieren. Und wo wir als Menschen sagen, okay, wie funktioniert das denn? Und wie funktioniert das denn? Und kann das denn ein Modell sein? Oder kann das denn eine Organisationsform sein, in der wir uns gemeinsam weiterentwickeln? Und das brauchen wir auch. Das brauchen wir. Wir brauchen ganz viele Pilotprojekte. Wir brauchen ganz viele kreative Menschen, die Lust haben, neue Dinge auszuprobieren. Weil ich meine, hey, was kann schon passieren?
Ja, ich argumentiere bei sowas auch immer mit der Rechenkapazität. Ich sage mir immer, jeder Mensch ist ein kleiner Computer und hat sozusagen mehr oder weniger, alle so sind so Gauss verteilt, quasi um eine Problemlösungskapazität haben sie anzubieten. Eine Einheit davon. Und dadurch, dass wir sozusagen zum Beispiel Careworks so asymmetrisch, weißt du, verteilen, führt sozusagen dieser Überschuss, der jetzt dann da ist, dazu, dass wir da halt komische Probleme damit lösen oder mehr verursachen, weil wir dieser Kontrollillusion und den Hey, das die Sache mit den Hebeln und so, dass wir die konstruieren. Und das Problem, was ich sozusagen ausgemacht habe, weil ich ja mich selbst als Anarchist bezeichne, ist, wir ordnen ja alles in Hierarchien an und geben quasi diese Rechenleistung nicht ab, aber wir ignorieren die quasi. Wir sagen, okay, ich kann hier selber Probleme lösen, aber ich benutze das gar nicht, sondern ich stelle erstmal da oben die Frage, darf ich das so machen? Oder was schlägt mir denn oben die Bürokratie vor oder die Verwaltung oder die zentrale Planung oder was auch immer, ne? Es gibt ja immer eine Vorschrift und immer ein Regelbuch und so. Und ich denke, das führt auch zu einer Illusion, nämlich, dass da oben eine Herrschaftspyramide existiert, die einen Plan hat. Und ich denke, das ist halt ein kompletter Trugschluss. Das wird zwar behauptet von, was weiß ich, von Regierungen, dass sie eine Ahnung haben und einen Plan und sie denken sich was dabei. Und das nehme ich denen auch ab. Die glauben das auch. Aber es ist nicht das, was wir beobachten können. Was wir beobachten können, ist, dass sie im Prinzip sehr oft falsch liegen und sich ständig irren und so. Und dann gibt es natürlich sozusagen hinterher Overfitting, weil die Leute über die Vergangenheit Geschichten erzählen wollen, die so nicht stattgefunden haben. Und dann kommt noch mehr sozusagen dazu. Und dann gibt es natürlich noch Geheimnisse und Trugschlüsse und echte Lügen. Und du weißt schon, diesen ganzen Kladderadatsch, der damit zu tun hat, dass wir es in Hierarchien zentralisieren. Und es ist ja auch von der Datenkomprimierung bescheuert. Man kann ja sozusagen auf dem. Dadurch, dass die Rechenkapazität eine Erhaltungsgröße ist und die Problemstellung auch eine Erhaltungsgröße, es gibt halt ein Problem, das muss gelöst werden. Wir aber versuchen, das von einer zentralen Pyramide lösen zu lassen. Diese zentrale Recheneinheit müsste ja viel mehr Leistung aufbringen, um es zu lösen. Hat sie aber gar nicht. Es sind ja nur 10 Leute oder was auch immer, ein Rat von Leuten oder vielleicht ein CEO, Elon Musk oder so. Und es ist doch völlig utopisch anzunehmen, dass diese eine Recheneinheit das lösen kann, wenn sie. Und wenn sie es lösen will, muss sie übelst Datenkomprimierung machen, weil sie muss ja von den Peers Informationen bekommen über das Problem. Sodass bei der Datenkomprimierung schon so viel Information verloren geht, dass dann quasi oberflächliche Kennzahlen benutzt werden, um das Problem zu charakterisieren. Dann werden oberflächliche Lösungen runtergegeben. Dann sieht es auf dem Zettel zwar gut aus, was weiß ich, das BIP steigt, aber was heißt das schon, ne? Das ist eine oberflächliche Kennzahl. Es könnte komplett was anderes bedeuten und in der Praxis fahren wir gerade gegen die Wand, aber auf dem Zettel sehen die Zahlen super aus, so nach dem Motto. Und ich meine, das sehen wir ja ständig. Verwaltungen, entfremdete Verwaltungen vor allem, erzeugen ja ständig quasi Reward-Hacking ihrer eigenen Metriken und sehen nicht, dass die Lösungen, die daraus emergieren, eigentlich Müll sind, bis es dann kollabiert oder so. Und also es gibt heute unzählige von diesen Beispielen. Ne? Ich hoffe, du weißt ungefähr, wie. Aber Ja, das ist zu meinem. ich So kriege eine bin ich Idee quasi zum davon. Anarchismus gekommen, ne? Weil ich irgendwie vor ein paar Jahren angefangen habe, wie ein Data Scientist darüber nachzudenken. Ja, das ist jetzt sozusagen mein Ding. Aber ja, also, und das hat damit zu tun, dass quasi die Lösung dann am Ende ist, ja, eigentlich mehr Locality und lokal mal rechnen, mal seine eigenen Rechenkapazitäten verwenden. Genau, ich glaube, da sprichst du zwei Dinge an, die man durchaus auch getrennt betrachten kann. Das eine ist Zentralisierung und das andere ist Hierarchie. Also beides spielt natürlich, auch wenn ich Zentralisierung habe, habe ich eigentlich auch immer Hierarchie, aber das sind zwei Dinge. Das heißt, Dezentralität oder kann ein Lösungsansatz sein. Ich glaube auch, in einigen Dingen ist dezentral. Das ist nicht immer und überall, aber Dezentralität ist durchaus hat einen Vorteil in Bezug auf Resilienz von Systemen, gerade wenn es ungemütlicher wird, hat sowas, ne, eine höhere Flexibilität, dann auch lokal auf lokale Anforderungen zu reagieren. Und das andere ist Hierarchie, und da gibt es halt den großen, also da gibt es im Prinzip ja, du hast einmal das, was du Hierarchie nennst, sind Power-Over-Hierarchien, also ich habe Macht über, also Machthierarchien, und das andere sind Kompetenzhierarchien. Korrekt. Und mit Kompetenzhierarchien, also sowas ist nicht schlecht an sich. Denn es gibt natürlich Menschen, und du hast es als Problemlösungskapazität beschrieben, die haben wir ja, meinetwegen jeder hat eine Einheit davon, aber nicht alle im gleichen Bereich.
Voll, das ist Deswegen klar. brauchen wir durchaus Kompetenzhierarchien. Ja, und die bilden sich auch Also, auf, die bilden sich sowieso von ganz alleine. genau. Aber also nicht nur ganz allein, also ja, die bilden sich auch alleine, aber da, natürlich haben wir soziale Strukturen, die dann nicht immer dazu führen, dass der mit der höchsten Kompetenz da jetzt in der Hierarchie. Richtig. Also, ne, wir haben noch andere Einflüsse da drin, aber natürlich brauchen wir, und das ist das Ideal, dass wir möglichst Kompetenzhierarchien haben, wenn wir Hierarchien haben, weil in Hierarchien, also es gibt Situationen, die auch Hierarchien erfordern. Also manche Situationen erfordern es nicht, gehe ich auch mit. Also es gibt Situationen, wo wir keine Hierarchie unbedingt brauchen. Zeitkritische Probleme vor allem, ne? Ja, klar, ich meine, meine, ich komme auch, oder nicht, ich komme, aber was ich auch durchaus mache, ist Segeln ab und an. Und wenn man auf dem Boot ist, das ist das klassische Beispiel, in einer bestimmten Situation, da brauchst du eine Hierarchie. Na Da klar. kannst du nicht diskutieren, wollen wir jetzt, ne, Steuerbord, Backbord Natürlich. oder was auch immer, da gibt es eine Hierarchie, die ist unabdingbar, um überhaupt das ganze Problem sozusagen, also um das Problem zu überleben. Brauchst du in bestimmten Situationen Hierarchien, und das ist natürlich jetzt eine Metapher dafür nur, aber klar brauchst du auch Hierarchien, und die haben wir ja auch. Und das ist idealerweise sind halt die Leute mit den Kompetenzen, die Leute, die da oben in der Hierarchie sind, weil sie das halt haben. Dass das nicht immer der Fall ist, ist klar. Also das haben wir ja nicht, das sehen wir nicht. So, aber das ist, also deswegen glaube ich, kann man Hierarchie und Dezentralität und Zentralität durchaus ein bisschen differenziert diskutieren, sozusagen. Es Natürlich. sind zwei unterschiedliche Aspekte. Voll. Du weißt, der anarchistische Leitspruch ist dann quasi, zumindest das, was Noam Chomsky immer sagt, die Hierarchien und sozusagen, er redet jetzt von Machthierarchien, sind nur dann legitim, wenn sie sich vor der Mehrheit legitimieren können. Das heißt, sie brauchen, haben eine Rechtfertigungspflicht und das ist ja eigentlich ein urdemokratischer Gedanke, ne? Ja, Also, das das ist quasi, demokratisch. und wir können halt leider beobachten, dass quasi die Machthierarchien, dass es einen, also dass es einen Outer Loop gibt, wo diese Macht sozusagen in diesen Prozess wieder eingreift und den verfälscht. Weil sonst könnte man quasi gar nicht rechtfertigen, dass so jemand wie Olaf Scholz Kanzler sein kann. Wenn der ja eigentlich irgendwie vermutlich auch Dreck am Stecken hat und so, und aber es am Ende trotzdem funktioniert und am Ende, ja, dann ist es halt so, egal. Ne? Oder was weiß ich, also Andi Scheuer oder so, solche Leute existieren ja und haben immer noch Macht auf andere. Auch wenn sie Scheiße bauen und so. Und das, also du weißt, ne, das sind jetzt Ja, ich einfach nur weiß. Beispiele, Also aber. klar, also wir haben natürlich eine repräsentative Demokratie, in der wir gerade so leben, ne? Und da sind ja unterschiedliche Menschen. Also ich will da jetzt niemandem zu nahe treten sozusagen, aber natürlich sind da unterschiedliche Menschen in dieser repräsentativen Demokratie, und vielleicht ist nicht jeder da Ja, und wenn, dann wird man einfach kompetenzbasiert Chef, man sozusagen. wird einfach Chef von der EU, wenn man es komplett verkackt. Gut, Also das ist. Chefin jetzt aber. Du weißt Ja, schon. ich So, weiß, was das du haben meinst, wir halt, genau. ne? Das finden wir vor. Das heißt, Genau. das ist nicht der anarchistische sozusagen Grundzustand, sondern das ist irgendein Konstrukt, was daraus emergiert ist und träge ist. Und ja, jetzt sozusagen, ich weiß nicht, viel Reibung erzeugt quasi. Also du hast sozusagen überall so einen Reibungsterm in deinem Differentialgleichungssystem, was quasi Energie verliert und Aber nach außen dissipiert. ich würde es ehrlich gesagt gar nicht so sehr an Menschen festmachen wollen. Also ich würde es weder an Personen festmachen wollen, weil meistens sind die Personen austauschbar, und es sind die Rollen, Ja, die und sie da sind ja vor wichtiger allem, sind. sie sind ja da, weil es einen Filter gibt, der sie da hingespült hat. Ne? Es gibt ja keinen Ja, auch freien Willen das, oder so, klar. das braucht man nicht, sondern man braucht nur eine bunte, ausgewürfelte Menge von Leuten und dann gibt es einen Filterprozess und sortiert einfach nur noch die aus, die dann sozusagen, und was wir beobachten können, ist das Ergebnis eines stochastischen Filterprozesses, wo aber eigentlich durch den Filter bestimmt ist, was das Ergebnis ist und so. Ja, Ja, deswegen hat so, man. so kann man es auch betrachten, ja. Ja, so betrachte ich das immer. Ich versuche immer so zu sagen, ja, okay, wir haben halt einfach ganz viele verschiedene Menschen und dann gucken wir halt mit einer Schablone drauf und die übrig bleiben, das ist sozusagen das, was wir jetzt beobachten können und dann überlege ich mir, welcher Filter hat dazu geführt. Nicht, oh, das war die eigene Entscheidung von dem, der hat sich besonders da angestrengt oder so. So probiere ich gar nicht erst zu argumentieren. Das führt so zumindest dann eher zu solchen, ich nehme mal an, auch sozusagen zu solchen Modellen wieder, die mit denen du auch irgendwie rummorkelst. Genau, also eine gewisse Sicht sozusagen von oben ist immer ist wichtig. Also so eine gewisse Distanz auf das Geschehen, um das
abstrahieren zu können in ein Modell, ja, und dann zu gucken, welche Erkenntnisse kann ich aus einem Modellierungsprozess gewinnen. Klar, das ist auch das, was ich auch mache, genau. Aber ich finde es, also wenn man sich diese Gedanken macht, so wie du dir die gemacht hast, die Frage ist, okay, was bedeutet das denn dann? Also, ne, wenn du sagst, okay, ich stelle mir das so vor wie so ein Filter, das ist ja, also es gibt ja nicht in echt wirklich ein Sieb, wo die Menschen durch oder eine Nein. Schablone, wo sie durchpassen müssen, sondern das sind, also das ist jetzt ja auch ein mentales Konstrukt sozusagen, aber was, also was ist dann, also hilft das, also das wäre so die Frage, hilft das, irgendwas zu verstehen und ist das mit irgendeiner Handlung dann verbunden oder mit einer weiteren Erkenntnis? Also warum betrachte ich es so dann? Das ist, weil ich kann es ja auf verschiedenste Art und Weise. Und wenn du einen Psychologen fragst, sagt er dir was anderes, als wenn du einen Wirtschaftswissenschaftler fragst. Und mich, wenn du mich fragst, ich bin halt eher so ein Systemtechniker, also jemand, der so eher auf Systeme guckt. Und ich kann mit vielen Begriffen, mit denen du was sagst, was anfangen oder kann da eigene Assoziationen und Metaphern zu bilden, ja. Aber wenn du einen Soziologen fragst, sagt er dir was anderes. Wenn du einen Biologen sagt er dir was anderes. Also die verschiedenen Sichtweisen, die du hast und die verschiedenen, die sind ja für bestimmte Aufgaben hilfreich und für andere halt nicht. Und dann ist die Frage, wenn du jetzt, ne, dir das so erklärst, für was ist das hilfreich und für was ist es nicht? Ja, also ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben, das kommt bald. Und ich denke, wozu ist das Buch? Ich denke, es offendet Soziologen. Ich denke, es ist so ein, ich denke, es offendet Soziologen, weil es ist ungefähr so, wie ich gerade beschrieben habe, wie ich so die Welt sehe. Und es gibt halt Soziologen. Ich meine, die denken eventuell auch anders. Also ich habe mir sagen lassen, es gibt da die Luhmann-Denkschule, die ist so ähnlich, die macht das mit der Emergenz. Und dann gibt es aber viele, die machen so nicht das mit der Emergenz. Weißt du, die gehen so vom einzelnen Menschen aus und überlegen sich dann, wie das Aggregat sozusagen sich verhält und so und kriegen halt keine ordentlichen Predictions hin und so. Deren Modelle sind irgendwie. Naja, in der Modellierung würdest du sagen, das eine, was du machst, ist eher so ein System Dynamics, also das, was das Modell jetzt noch war, und das andere ist eher Agent-Based. Und Agent-Based-Modelle, da machst du einzelne Agenten, denen gibst du Regeln, denen sagst du so und so und so verhaltet ihr euch, und dann guckst du dir auch an, was für ein Gesamtverhalten emergiert denn aus Einzelverhalten, dass du nicht vorher Ja, dir man muss sozusagen aber das. meistens Regeln für die Wechselwirkung festlegen, ne? Ja, natürlich. Du Wenn man keine legst We natürlich. Es gibt ja auch Agent-Based ohne Wechselwirkung und das ist dann immer irgendwie. Bäh. Ja, das hilft ja nicht. Also Nee, da ist das ja hilft nicht, gar nicht. das ist ja nicht spannend. Das wäre ja, als wenn Aber so jeder gehen Algebra. übrigens die Wirtschaftswissenschaften vor. Die Neoklassik ist so. Na gut, Die da bin ich auch nicht tief genug in der Neoklassik, kann ich dir um das sagen, das ist beurteilen zu komplett können. so, die ignorieren Emergenz. Also, die würden es niemals schaffen, den Magneten zu beschreiben, weil sie die Wechselwirkungstherme weglassen. So ist das bei denen. Okay, das kann ich dir nicht genau sagen. Das muss ich dir glauben, Du darfst sozusagen. mir glauben, ich bin hochgradig credible. Ich habe richtig Street Cred. Sehr gut. Genau, aber das ist im Prinzip das, dass du kannst, und ich glaube, das ist gar nicht so, dass das eine falsch ist oder das andere richtig, sondern für verschiedene Aufgaben sind halt die verschiedenen Sichtweisen ganz gut geeignet und für andere halt wieder nicht. Und ich glaube, selbst die Neoklassik in den Wirtschaftswissenschaften wird für irgendwas gut sein. Ja, für Also. bestimmte Grenzfälle kann man die Gesetzmäßigkeiten als gute Approximation ansehen. Also es gibt ein paar Grenzfälle, wo das funktioniert, Ciao. aber das Problem ist, die Neoklassik ist sehr dogmatisch und behauptet, sie ist die richtige Denkschule und sie macht halt permanent Predictions, die nicht eintreffen und sie ist falsifiziert durch die Realität und in ihren Grundfesten ist sie auch mathematisch inkonsistent. Also es gibt viele Inkonsistenzen, die dazu führen, dass das gar nicht, dass das ganze Gebilde gar nicht, kann man gar nicht konstruieren, so. Das ist richtig witzig. Es ist wirklich witzig. Also da kommt sozusagen ganz klar raus, wenn man jetzt quasi die letzten 100 Jahre Revue passieren lässt, dass da einfach Cherrypicking betrieben wird und dann so ideologisch argumentiert wird in dieser Disziplin. Und es ist wirklich einfach nur wie so eine, ja, wie so eine Sekte, wie so eine Kirche, wo so ein paar Leute ganz oben sind und dann wird es einfach durchgezogen. Und du wirst auch rausgeekelt, wenn du sagst, das da ist vielleicht nicht ganz richtig, könnten wir das mal ändern, so quasi naturwissenschaftlichen Diskurs einfach. Wenn du irgendwie was diskutieren möchtest, dann wirst du einfach rausgeekelt. Ich habe mich hier auf dem Kanal auch schon mit einem Ökonomen unterhalten, so Professor, der auch so rumstänkert manchmal und der wird dann halt einfach nicht mehr eingeladen und kriegt keine Publikationen in den Journals und so. Ja, also klar gibt es. Ich glaube, sowas kann es gut geben. Also keine Ahnung. In diesem Feld bin ich nicht drin, aber Ja, ich zum Glück. kann dir da Zum gut Glück. Es ist glauben. wirklich ein Pain. Es ist ein Pain in the ass. Ja. Ja, aber es ist spannend. Ich meine, und das Wirtschaftssystem
Da gibt es natürlich auch eine Rückkopplung, ne? Das darf man nicht, also über das, was wir glauben, wie es funktioniert und das, wie es nachher funktioniert, da gibt es ja auch einen Feedback Loop. Weißt du? Also, weil wir unsere Regeln ja danach gestalten, wie wir glauben, dass es funktioniert. Und dann funktioniert es ja auch. Ich bin als Kind schon ausgerastet, als ich erfahren habe, dass Wahlen so stattfinden, dass man ständig zwischendurch misst und diese Messungen veröffentlicht. Da habe ich mir immer schon gedacht, das ist doch total Banane. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, okay, ist ja klar, weil du kannst es nicht verhindern, dass es gemacht wird. Deswegen wird es gemacht. Ne? Also, aber trotzdem, als Kind hatte ich schon diesen Eindruck, das ist nicht korrekt. So sollte eine Wahl gar nicht stattfinden. Dass man während, also vorher schon die ganze Zeit misst und dann ausgewählt wird, welcher Kanzler kommt ins Kanzlerduell und so, ne? Weil das basiert ja nur auf der Tatsache, dass man schon weiß, ungefähr. Das heißt, die unwahrscheinliche Sache, dass jetzt, was weiß ich, die Grünen 80% kriegen, wird komplett von vornherein ausgeschlossen. Und das fand ich als Kind mit meiner Naivität irgendwie blöd. Und ich finde es auch immer noch irgendwie blöd. Aber man kann es spieltheoretisch nicht verhindern, ne? Deswegen wird es einfach gemacht. Und das ist auch ein Feedback Loop. Das ist Reinforcing. Klar. Und da haben wir natürlich einige davon. Ja, Und klar. genau, einige davon. Und einige, ich glaube auch die Wirtschaftswissenschaften. Und da gibt es ja auch, soweit ich es von der Ferne mitbekomme, sozusagen, gibt es ja durchaus auch andere Strömungen, die jetzt nicht die klassischen sind, die durchaus ja auch ein bisschen sich andere Sachen überlegen. Es geht ja auch Und langsam in die richtige Richtung, ne? Aber es gab wirklich einen Dark Age, wo wirklich massiv verhindert wurde, dass überhaupt irgendwas losgeht. Und jetzt, so seit 10 Jahren, kommen sozusagen die heterodoxen Ökonomen überall, sprießen so hoch. Aber es gab quasi eine Generation, wo es komplett verhindert wurde, dass da Fortschritt stattfindet. Ist richtig dolle. auch mal eine spannende Untersuchung eigentlich, wie das sozial funktioniert dann. Weil das ist natürlich auch ein soziales Gefüge, Ja, ein na klar. soziales System, was sich dann Exakt. sozusagen da auch reproduziert. Und auch was dazu führt, dass es sich ändert. Das sind Und Klickenabhängigkeiten und es sind oft Quereinsteiger, die schon Budgets von außen mitbringen und dann quasi mit dem Titel, ich mache jetzt hier Wirtschaftswissenschaften, obwohl ich nicht bei euch im Club bin, anfange in Talkshows zu kommen und meine Knowledge zu spreaden und so. Und ja, und es gibt auch Wirtschaftsnobelpreisträger, die dann schon immer mal gesagt haben, das hier ist eigentlich falsch, wir sollten da mal jetzt das mal ansprechen und dass das falsch ist und so. Also selbst von den hohen Koryphäen hat es lange gedauert, bis selbst deren Aussagen mal ernst genommen wurden und reproduziert wurden. Also, ne, nicht nur einfach da bei denen in der Clique geblieben sind, sondern auch nach außen kommuniziert wurden. ja. Aber vielleicht, weil wir nähern uns ja auch schon langsam einer Kollege, du späten hast Stunde. gesagt, wir sind schon längst drüber. Wir sind schon längst Genau. drüber. Aber es ist ja auch spannend, sich zu unterhalten mit dir. Aber was ich halt glaube ist, und vielleicht um nochmal sozusagen den Bogen so ein bisschen zu schlagen, ist, wenn wir uns darauf einstellen müssen, und da hatten wir ein bisschen drüber geredet, dass Systeme, wie wir sie kennen, ne, und das kann man jetzt in Parametern wie Bevölkerung oder Wirtschaftskraft oder Umweltverschmutzung oder anderen Parametern messen, aber dass bestimmte Systeme von uns an ihre Grenzen kommen, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir Strukturbrüche haben. Und dann müssen wir im Prinzip uns, und das ist sozusagen ja auch eine Aufforderung, die sozusagen aus unserem Paper kommt, sagen, okay, wir müssen uns auf Strukturbrüche vorbereiten und nicht vorbereiten, dass wir die Strukturen möglichst alle genau so wieder zusammensetzen, wie sie mal waren, bevor sie auseinandergebrochen sind, weil so wie sie waren, haben sie dazu geführt, dass wir Exakt. halt zusammenbrechen, sondern, und Exakt. das gilt natürlich auch für die Wissenschaft und für Academia, die sich ja, naja, eigentlich per Grundgesetz sozusagen oder per Grundfeste immer wieder selbst hinterfragen muss und sollte. Das gilt dafür, dass wir halt verschiedenste Strukturen, wenn sie zusammenbrechen, nicht unbedingt immer alle wieder reparieren, sondern uns, und das ist was, wo ich halt ein wirkliches Interesse auch dran habe, zu sagen, okay, wenn wir diese krisenhaften Momente und Strukturbrüche erleben, dass wir die dann nutzen, um nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen, um in eine Gesellschaft, in eine Zukunft zu gehen, die wir eigentlich gerne wollen. Und dass wir nicht anfangen, und das sieht man halt leider auch immer wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir schnell alles wieder so machen, wie es war. Genau. Weil das bedeutet eigentlich nur, dass wir das Problem vergrößern. Ja, im einfachsten Fall wiederholen wir es nur, aber meistens machen wir sozusagen Reinforcement in die falsche Richtung.
und mache es größer, ja. Und ich glaube, da ist eine ganz große, also ich glaube, das ist eine große Unsicherheit und auch eine große Gefahr, aber auch eine große Chance. Also als Gesellschaft haben wir große Chancen, die da auch liegen, die wir aber nutzen müssen, die wir aktiv nutzen müssen. Wenn wir das nicht tun, dann verstreichen die ungenutzt, dann geht es weiter in die gleiche Richtung. Und das ist sozusagen, ne, wir haben uns jetzt einfach nochmal angeguckt, was ist denn die letzten 50 Jahre, wenn man das jetzt machen würde, genau das, was wir vor 50 Jahren gemacht haben. Ehrlich gesagt, wir würden zum gleichen Ergebnis kommen, was mehr oder weniger heißt, wir haben die letzten 50 Jahre, ja, also alle unsere Schritte haben nicht gereicht. Und deswegen werden wir mehr und mehr auf Strukturen treffen, die zusammenbrechen. Und nein, das sollten wir zumindest nutzen, um sie nicht genauso wieder zusammenzusetzen, sondern zukunftsorientiert. Ja. So, das so, da ist auch wirklich mein großes Interesse in dem Bereich weiter, sich das anzugucken. Also was passiert denn eigentlich wirklich, wenn Strukturen auseinanderbrechen? Und wie können wir das eigentlich als Gesellschaft nutzen? Und dann eher, und da geht es dann wieder auf die individuelle und psychologische Ebene, aber dann zu überlegen, ah, wenn wir das nutzen könnten, was für Voraussetzungen bräuchten wir denn eigentlich, um das zu machen? Also wie müssten wir uns eigentlich vorbereiten, nicht vor Rapid Response und dass wir jetzt beim Hochwasser helfen können. Natürlich brauchen wir das auch, aber wir brauchen eher, okay, wie können wir eigentlich das, was passiert, wenn Strukturen auseinanderbrechen, weil halt Infrastruktur zerstört ist oder, wie können wir das nutzen, um den Schritt zu machen in die Richtung, in die wir eigentlich gehen müssen? Und das ist, da brauchen wir, glaube ich, da brauchen wir Strukturen, die es uns ermöglichen, und das ist jetzt aber erstmal nur eine Hypothese, in solchen Situationen neben dem First Response, weil Menschen gerade leiden und denen geholfen werden muss, neben dieser First Response, dass wir einen Institutions oder dass wir irgendwelche Mechanismen haben, die uns sozusagen Kriterien an die Hand geben oder mit denen wir die Ideen kriegen, was zukunftsgewandt wäre. Und vielleicht als kleines Beispiel nach Fukushima in Japan. Was ist passiert? Was haben die gemacht? Die haben sich angefangen, in kürzester Zeit extrem viel Energie einzusparen. Die haben die ganze Leuchtreklame ausgeschaltet. Die haben die ganzen Klimaanlagen um 1, 2 Grad kälter gedreht oder wärmer gedreht, je nachdem. Also, ne, sie haben ihre Temperatur da verändert. Die haben angefangen, extrem viel Energie zu sparen und haben, obwohl sie alle ihre AKWs runtergefahren haben, haben die keinen Blackout gehabt. Die sind da durchgekommen, sozusagen. Was macht Deutschland, wenn das Gas knapp wird? Es baut LNG-Terminal. So, Ja. und jetzt kann man sich überlegen, was ist denn zukunftsgewandter? Brauchen wir Leuchtreklame? So, oder, ne, oder was? Also, was ist das? Was ist das? Was brauchen wir eigentlich? Und was ist eigentlich die Zukunft, die wir uns wünschen? Und welcher Schritt geht in die Zukunft, die wir uns wünschen und welcher nicht? Ja, ich hab langsam die Vermutung, immer wenn ich über sowas nachdenke, dass diese kollektivistisch geprägten Kulturen, weil sie einfach mit solchen Krisen besser umgehen können, einfach den Selektionsdruck gewinnen werden. Ne? Dass sie auf lange Sicht einfach sterben, unsere Ego-Brains einfach alle einfach aus. Und die bleiben Ja, dann halt das über. stimmt. Es ist auch Die sind kulturell viel geprägt. resilienter. Das ist auch kulturell geprägt. Das Ja, ist richtig. da meine ich ja. Das sind sozusagen diese kollektivistisch geprägten Kulturen, Aber die sind einfach, die kommen einfach besser klar. das ist auch das Bild, das wir uns von uns selbst erzählen. Also das ist das, was wir Natürlich. denken, wie wir sind als Menschen. Und das ist natürlich auch das Bild, das wir uns von uns selbst erzählen. Ja, Und ich ich habe glaube, ja, das können wir auch verändern. Also das ist ja auch eine Aufgabe von uns, das zu verändern. ich hab gerade das Buch von Robert Sapolsky fertig gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ah, das ist auch so ein super Typ, der ist auch Biologe und so. Aber egal. Arjuna, pass auf. Wir haben wirklich schon viel gequatscht. Ich will Ja. nicht noch mehr von deiner Familienzeit klauen und so. Na, Es war schön mit die dir Kinder sind im Bett. geredet. Ja. Okay, aber du weißt ja, Happy Ja, Wife, klar. Happy Life und so. Ich drücke hier erstmal auf den Button und wir machen erstmal Pause und so und hauen erstmal rein, okay? Bis dann. Danke dir. There is a swelling storm.
And I'm caught up in the middle of it all. And it takes control of the person that I thought I was, the boy I used to know. Watches out, y'all.